Und wir möchten von der Veränderung auf Partys einen Song singen und der trägt den Titel Guacamole. Denn die Musik ist nicht mehr gut, sie ist nicht mal mehr zu laut. Zieh die Schuhe bitte aus, sonst ist der Flur direkt versaut. Und jetzt stehe ich da mit einem Glas in meiner Hand. Und es ist kein ausgespültes altes Senfglas. Kein Rumstehen im Flur vor dem Klo, keine Schlange. Man pinkelt im Sitzen, kein Bier in der Wanne. Es wird viel, viel weniger geknutscht. Ich glaube, es wird gar nicht mehr geknutscht. Ja, ich komme in ein Alter. Da bringt man Salat mit. Oder ein Weißwein oder ein leckeres Dessert. Ich glaub, ich mache Panna Cotta oder Tomate Mozzarella. Wobei Tomate Mozzarella macht ja immer irgendwer. Alles voll Designermöbel, es sieht aus wie in einem Rausch. Man schenkt sich heute Bücher, Schnaps von Aldi reicht nicht. Jetzt steh ich da mit meinem bestrichenen Brot. Doch zumindest ist der Aufstrich glutenfrei. Wow, Martin. Es braucht keiner mehr, alle leben gesund. Man kauft sich ein Kind oder zeugt einen Hund. Und alle sprechen über diesen einen finnischen Autoren. Keiner feiert mehr das Dschungelcamp. Ich komme in ein Alter. Da bringt man Salat. Oder ein Weißwein. Oder weißt du, wenn du gar nichts zu Hause hast, ne? Bring vor allem gute Laune mit. Ich glaub, ich mach Tiramisu. Oder eine Guacamole. Wobei so eine Guacamole ist ja gar nicht laktosefrei. Verdammt, das vergesse ich jedes Mal. Geht's dir nicht gut? Soll ich einen Heilpraktiker rufen? Auch Sätze, die viel zu selten gesagt werden. Lassen Sie mich durch, ich bin Heilpraktiker. Puh, schon so spät, ich muss jetzt nach Haus. Ich trinke noch schnell meine Rotweinschorle auf. Die hat mir früher ehrlich gesagt auch mal besser geschmeckt aus dem Senfglas und als sie noch aus Bier war. Man tuppert die Reste zum Mitnehmen ein, man tauscht noch Rezepte, man dankt für den Wein und dann geht man und guckt heimlich die Wiederholung vom Dschungelcamp in der Mediathek. Denn ich bin in einem Alter, in das ich niemals kommen wollte. Dass ich niemals kommen wollte. Doch jetzt, wo ich schon mal da bin, wo ich schon mal da findet bin, ihr mich am Buffet. Findet ihr mich am Buffet? Ich versteh nix von Autoren. Von Autoren. Ich sprech nicht mal Finnisch. Ich sprech nicht mal Finnisch. Aber die Guacamole, diese Guacamole, die schmeckt tatsächlich ganz okay. Ach, die hast du doch bestimmt mit dem Thermomix gemacht, in oder? In einem Alter. In einem Alter. In das ich niemals kommen wollte. Ich wollte da niemals. Doch jetzt, wo ich schon mal da bin. Ich verstehe nichts von Absurden. Ja, ich weiß nicht mal, finde ich. Ich lese ihn ja nur im aber Original. Aber die Guacamole.